Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, Psalmen, eine Einführung. Psalm 29 fordert die Starken auf, die noch stärkere Stimme Jehovas zu beachten, ihn anzuerkennen und vor ihm anzubeten, gemäß der heiligen Ordnung seines Hauses, sowie die Macht seiner Stimme in der ganzen Schöpfung zu preisen. Doch es gibt einen Ort der verständnisvollen Anbetung, wo seine Herrlichkeit verstanden wird. Sein Tempel, wohin die Menschen kommen sollen. Und dieser Jehova ist erhaben über dem Toben der Wellen jener geschaffenen Macht. Er thront als König ewiglich und trotz allem, was er, dieser mächtige Jehova, wird seinem Volke Stärke geben und es mit Frieden segnen. Der Psalm enthält nicht Klagen der Gerechten oder ein Anrufen Gottes ihrerseits. Er ist vielmehr eine wirkliche Ermunterung für sie und ein Zeugnis, welches ihren Herzen in Gegenwart der Starken dieser Erde Mut geben soll. Er, der für sie Sorge trägt, ist stärker als jene. Eine zweite Auslegung zu Psalm 29. Als Antwort auf das Rufen des Überrestes im vorherigen Psalm erscheint der Herr schließlich in Macht und Herrlichkeit. Dieser Psalm beschreibt, in dem Bilde eines Gewitters, das Gericht, das er ausüben wird, wenn er zugunsten des leidenden Überrestes eingreift. Der Psalm zelebriert den Tag Jehovas und die Unterwerfung aller menschlichen Macht. Daher beten die Juden des Überrests Jehova für seine Weise, ihre Gebete zu beantworten, an. Psalm 29, 1-2. Die Stimme Jehovas wird siebenmal erwähnt und spricht von dem anbrechenden Sturm des Gerichtes. Die Stimme Jehovas ist ein Hinweis auf Gewitter. Hiob 37, Verse 4. Die großen Wasser, über denen seine Stimme zu hören ist, sprechen von den vielen Völkern und Nationen. Offenbarung 17, 15. Die unter sein Gericht kommen, Psalm 29, Vers 3. Die Zedern des Libanon, ein Bild des Menschen in seinem Hochmut, Jesaja 2, Vers 11, werden umgerissen und zersplittern, während Feuerflammen, Blitze, von oben losbrechen. Die gewaltigen Kräfte von Blitz und Sturmwind sind Symbole seines verzehrenden Gerichtes, Offenbarung 8. Vergleiche Lukas 17. Die emporragenden Berge des Libanon und Syrien, die von geregelten Systemen menschlicher Regierung sprechen, Jeremia 51, Daniel 2, 35, sind ebenfalls von ihren Plätzen gerückt. Die Formulierung "macht die Hirschkühe kreißen" bezieht sich offensichtlich auf die Neugeburt Israels, Psalm 29, Vers 5. Am Ende wird der Herr als derjenige beschrieben, der auf der Wasserflut thront. Das spricht von dem ihm unterworfenen Nationen zu dem Zeitpunkt, an dem er uneingeschränkt über alle herrschen wird. Psalm 29. Die letzte Betrachtung, die dritte, hier zu Psalm 29. David war Zeuge eines furchteinflößenden Sturmes, der über das Land der Kananiter hinwegfegte und schrieb diesen Sturm der Macht Jehovas zu. Er rief die Engel auf, ihn zu verehren, der in Ewigkeit als König über die Natur herrscht. Psalm 29 äußert sich in polemischer Weise über den Glauben der Heiden an ihre falschen Gottheiten, die man für die Verursache der Stürme hielt. A. Aufruf zum Lobpreis. Vers 1-2. Der Psalmist rief die Engel auf, den Herrn zu verehren. Ihr Mächtigen heißt wörtlich, ihr Söhne des Mächtigen, das heißt Gottes engelgleiche Wesen. Die Poesie beinhaltet eine gewisse Steigerung. Dreimal wird der Ausdruck "bringen dem Herrn" dargebracht, jedes Mal mit geringen Veränderungen bei den nachfolgenden Worten. Der Gedanke des Lobes wird fortentwickelt, bis zuletzt der Aufruf zur Anbetung Gottes in Heiligkeit ertönt. Die Engel sollten auf die Herrlichkeit und Macht, Stärke Gottes vertrauen. Dieses Lobpreis
sollte mit der Heiligkeit Hand in Hand gehen. Hierbei wird das Bild der feierlichen Versammlungen Israels gebraucht, denn der Herr ist heilig. B. Die Ursache zum Lobpreis. David beschrieb die allmächtige Herrschaft des Herrn über die Natur in dem schrecklichen Sturm. Verse 3 bis 4. David schrieb das Aufkommen des Sturms über den mächtigen Wassern, über dem Mittelmeer, der Stimme des Herrn zu. Nun könnte zwar die Stimme eine poetische Beschreibung für den Donner sein, aber es ist wahrscheinlicher, dass damit ausgedrückt werden sollte, dass er, der durch sein Wort die Erde geschaffen hat, auch die Natur durch sein Wort regiert, sodass ein Sturm von seiner Macht Zeugnis gibt. Vers 5 bis 7. David war Zeuge für die Stimme Jehovas inmitten des Sturms. Er sagte, er bewegt sich im Landesinnern hinein und fällt die große Zedern des Libanon, ließ die großen Berge durch ein Erdbeben erzittern, Vers 6, und sprühte Feuerflammen in den Wolken, Vers 7. Libanon und Sirion sind Gebirge im Gebiete des Anti-Libanon. All das geschah nach dem Willen Jehovas. Tatsächlich wird im Verse 3 bis 9 siebenmal die Stimme Jehovas erwähnt. Der Sturm bewies seine volle Majestät. Vers 8 bis 9. Der Sturm, die Stimme Jehovas, erschütterte nicht nur die Berge, Vers 6, sondern auch die Wüste Kadesh. Dieses Kadesh war eine Stadt, die etwa 120 Kilometer nördlich von Damaskus lag, also nicht das Kadesh im Süden. Als der Sturm weiter tobte, zog er die Tier- und Pflanzenwelt in den östlichen Gebieten in Mitleidenschaft. Durch den Sturm kalbten die Hirschkühe, so wird das Hebräische hier übersetzt, vorzeitig wegen ihrer Angst, und die Blätter wurden in den Wäldern von den Bäumen gerissen. Als Ergebnis davon priesen alle Kreaturen in seinem Tempel, vielleicht wieder die Engel, seine Macht. C. Schlussverse 10. Der Psalmist schloss damit, dass der Herr Jehova auf ewig als König herrscht und sein Volk zu segnen vermag. Weil sich die Flut möglicherweise auf die weltweite Überschwemmung in den Tagen Noahs bezieht, könnte der Ausdruck ertont auch mit ertonte übersetzt werden. Vielleicht rief David sich dieses Ereignis in Gedächtnis, um seine Behauptung, dass er gegenwärtig Sturm das Werk des Herrn sei, zu stützen. Wenn es irgendein Zweifel daran gab, dass der Herr über die Natur herrschte, dann würde er hiermit beseitigt werden. Er ist der Herr der Schöpfung. Psalm 29, Vers 11. Diese Demonstration der Macht war für sein Volk eine Ermutigung, denn er lässt sie an seiner Macht Stärke Anteil nehmen. Die seinen Teil verfügbare Stärke, Vers 11, ist seine eigene Stärke, Vers 1. Dasselbe hebräische Wort wird in beiden Versen gebraucht. Die Kraft, die einen Sturm verursachen kann, steht für die bereit, die auf ihn vertrauen. So wie Gott einen Sturm stillen kann, so kann er auch seinem Volk den Frieden bringen. Die Wunder Jesu mit der Natur, insbesondere die Stillung des Sturmes auf dem See von Galiläa, Matthäus 4, Vers 37 bis 39, veranschaulichen, dass ihm alle Macht gegeben ist. Hier will ich